Ja, auch von meiner Seite möchte ich alle gern herzlich willkommen heißen zum heutigen Abend. Ganz zu Beginn geht mein Dank natürlich an die Generaldirektion Übersetzen und vor allem Claudia Kropf, die das Zustandekommen dieses Workshops überhaupt erst möglich gemacht hat, auch diese Veranstaltung heute Abend möglich gemacht haben. Die Idee für den Workshop und dann eben auch diesen zweiten Teil, den wir heute Abend haben, ist zwischen Florica Griesner und Claudia Kropf ursprünglich entstanden und wir haben dann gemeinsam an der Konzeptualisierung dieser Veranstaltung gearbeitet. Auch mit Michael vor allem habe ich dann überlegt, wie wir hier ein bisschen ein kontroverseres Gespräch führen könnten, das zwischen Translationswissenschaft, Computerlinguistik, maschineller Übersetzung und translatorischer Praxis sich bewegen wird und kann. Morgen haben wir eben noch den Hands-on-Workshop mit Ingrid Haussteiner, die auch im Publikum bereits sitzt, und Jan Weißer von der Europäischen Kommission. Ich glaube, die meisten sind wahrscheinlich auch dafür angemeldet. Das heutige Thema der Disputatio zu den widersprüchlichen Vorstellungen zur maschinellen Übersetzung, zu Konzepten der Qualität und Translation fügt sich in eine lange Reihe an Kontroversen zur Beziehung von Mensch und Maschine, die wir in der Translationswissenschaft kennen. Nicht zuletzt deshalb haben wir diese Veranstaltung auch in unsere Reihe Translation und Konflikt aufgenommen, die sich mit unterschiedlichen Dimensionen und Aspekten translatorischer Konflikte und von Translation in Konfliktsituationen in der Gegenwart, Vergangenheit, aber auch vielleicht Zukunft auseinandersetzt. Wenn wir uns jetzt rezente Entwicklungen der neuronalen maschinellen Übersetzung ansehen, dann sehen wir, dass das Interesse für die Maschine als Translatorin im öffentlichen Diskurs angekommen ist und auch in der Translationswissenschaft wieder Konjunktur hat. Die maschinelle Übersetzung durchdringt alltägliche Kommunikationsformen der digitalen und analogen Welt, und so spricht man in den Medien heutzutage abwechselnd vom Ende der menschlichen Übersetzung oder auch dem ungebremsten Wachstum des Sprachdienstleistungssektors. Also wir haben da irgendwie sehr viele Seiten, die wir betrachten können. Die Kontroverse zwischen der Entwicklung maschineller Übersetzung und ihrer unmittelbar bevorstehenden Leistungssprünge, die ja immer da einhergehen, reichen zurück eigentlich zum Anbeginn der Entwicklung moderner maschineller Übersetzung, was wir heute, glaube ich, auch noch ein bisschen näher hören werden, in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Dabei wird sehr oft diese Ziele oder diese Leistungen, die die maschinelle Übersetzung bringen kann, oft als Marketing-Sprech abgetan. Die Sichtweise der Entwicklerinnen und der Forscherinnen maschineller Übersetzung werden von Seiten der Translatorinnen und auch der Translationswissenschaft oft sehr uninformiert dargestellt. Bei Weitem nicht immer, und ich glaube, es passiert auch sehr, sehr viel in diese Richtung gegenwärtig. Das ist irgendwie sozusagen einer der Teile, die uns heute interessieren werden. Und der zweite Teil, den ich aus translationswissenschaftlicher Sicht sehr interessant finde, ist die konzeptuelle Kontroverse, die im Hintergrund immer wieder aufspielt und dabei insbesondere mit der statistischen maschinellen Übersetzung in Verbindung gebracht wird, wo die Translationswissenschaft hier sehr eng diese mit Äquivalenzansätzen verbindet und es auch verschiedene Wenden in der Disziplin im Laufe der 80er und 90er Jahre gebraucht hat, der kulturellen, der soziologischen, der postkolonialen, der aktivistischen Wende, um diese Sichtweisen zu verwerfen und da eben sozusagen neue Modelle, neue Verständnisse von Translation zu entwickeln. Obwohl wahrscheinlich weiterhin dieses populäre Verständnis von Translation durch dieses Äquivalenzdenken und durch vor allem diese Sichtweisen aus der statistischen maschinellen Übersetzung geprägt wird. Für heute stellen sich daraus eine Reihe an Fragen, nämlich hat sich das Bild von Translation als Prozess zur sprachlichen Äquivalenz in der Entwicklung neuronaler maschineller Entwicklungssysteme und deren Bewertung der Qualitätsbemessung verändert? Und dann auch, wie hat sich die Translationswissenschaft mit diesen
rezenten Entwicklungen der neuronalen maschinellen Übersetzung auseinandergesetzt? Oder gibt es hier eine Art Inkommensurabilität zwischen diesen zwei Bereichen, die sozusagen eine Kommunikation eigentlich unmöglich machen? Oder finden wir doch eine gemeinsame Sprache, um vielleicht sogar partizipativ die Konzeptualisierung der Translation und maschinellen Übersetzung weiterzuentwickeln? Es freut mich sehr, dass ich jetzt dann das Wort gleich übergeben darf an unsere zwei heutigen Sprecher. Auf der einen Seite hier habe ich Michael Tieber und auf der anderen Seite Samuel Leubli. Michael Tieber studierte transkulturelle Kommunikation und Konferenzdolmetschen an der Karl-Franzens-Universität Graz und schließt derzeit seine Dissertation zum Thema des Übersetzungsverständnisses im Bereich der Computerlinguistik ab. Das heißt, er ist eigentlich ein Experte für das Thema, das heute behandelt wird. Gerade erst ist auch eine Publikation bei Transcom herausgekommen zu von Umkodierung bis Kulturtransfer, Translationskonzepte in der maschinellen Übersetzung. Auf der anderen Seite habe ich unseren wiederholten Gast aus Zürich, er war im Frühling ja schon hier, fast von der Universität Zürich. Er studierte Computerlinguistik in Zürich und künstliche Intelligenz in Edinburgh und ist derzeit Lehrbeauftragter in Zürich sowie Partner und CTO bei Text Shuttle. Und er arbeitet in seiner Dissertation derzeit zur maschinellen Übersetzung und Human-Computer Interaction. Ganz kurz zum Ablauf. Beide Diskutanten erhalten jetzt zunächst einmal 10 Minuten Zeit, um ein eröffnendes Statement zu machen. Daraufhin werde ich Ihnen ganz kurz Zeit lassen, um direkt aufeinander zu reagieren und zu zeigen, was an den Aussagen des anderen problematisch sein könnte, bevor es zu einem moderierten Gespräch kommt und wir dann in einem dritten Teil die Diskussion öffnen und Sie entweder Fragen stellen können oder auch Kommentare zur Diskussion leisten dürfen. Der Münzwurf hat ergeben, dass Michael Tieber mit seinem Statement beginnt. Okay, vielleicht haben wir es auch ausgemacht, aber es klingt wahrscheinlich besser, wenn es der Münzwurf war. Und deshalb darf ich jetzt das Wort an Michael übergeben. Ja, vielen Dank, Raphael, für die nette Begrüßung und die einleitenden Worte und die Vorstellung auch von uns beiden. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich heute begrüßen zu einem hoffentlich für Sie spannenden Diskussionsabend. Dass so viele von Ihnen gekommen sind, zeugt von einem immens großen Interesse in Bezug auf das maschinelle Übersetzen. Und ich glaube, Sie haben völlig recht damit, interessiert zu sein an dieser Technologie, die Möglichkeiten und Grenzen hat, auch Ihr Interesse daran, wie maschinelles Übersetzen die Welt der Translation verändert und nicht zuletzt auch Interesse daran, wie sich die unterschiedlichen Vorstellungen zur Übersetzungsqualität manifestieren. Warum ist das Qualitätskonzept so wichtig? Warum ist Qualität in der Übersetzung der Aufhänger für die heutige Diskussionsveranstaltung? So wie ich das sehe, ist das Verständnis, das wir von Übersetzungsqualität haben, ganz eng und direkt damit verbunden, was wir glauben, dass Übersetzen eigentlich ist. Wenn du mir sagst, was eine gute Übersetzung ist, verstehe ich, was du denkst, was Übersetzen ist. Über die Übersetzungsqualität und über die Verfahren zur Bestimmung von Übersetzungsqualität kommen wir zu dem, was Übersetzen alles für uns sein kann. Aber werden wir etwas konkreter. Noch lange bevor es die Translationswissenschaft überhaupt gab, haben sich Menschen Gedanken darüber gemacht, was eine gute Übersetzung ist. Bereits Hieronymus, der Schutzpatron der Übersetzer und Übersetzerinnen, sprach davon, dass es beim Übersetzen eben nicht darum geht, ein Wort durch ein anderes auszutauschen, sondern den Sinn des Originals zu erfassen und eben diesen Sinn in der Übersetzung Ausdruck zu verleihen. Martin Luther war sehr ähnlicher Meinung, wenn er sagte, dass nicht der Sinn den Worten, sondern die Worte dem Sinn dienen und folgen sollen. Mit der Etablierung der Translationswissenschaft als eigene Disziplin in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es dann zur Entwicklung zahlreicher weiterer wissenschaftlicher Konzepte zur Übersetzungsqualität. Hier einige Beispiele, die viele von Ihnen bereits kennen. Übersetzungsqualität als Äquivalenz zwischen Ausgangstext und Zieltext. Übersetzungsqualität als Erfüllung eines Zwecks oder einer Funktion in der Zielkultur.
Übersetzungsqualität als Einbettung in das gesellschaftliche Gefüge und das literarische System der Zielkultur. Übersetzungsqualität als Erfüllung einer aktivistischen oder politischen Agenda. All das sind Konzepte zur Übersetzungsqualität, aus denen wir in der Translationswissenschaft Übersetzungsstrategien ableiten, die dann an Instituten wie dem unseren in den Lehrveranstaltungen unterrichtet und besprochen werden. Jetzt gibt es einen Ort im weiten Feld des Übersetzens, und jetzt wird es so langsam etwas kontroverser, an dem all diese bereits bestehenden Überlegungen zur Übersetzungsqualität, die von Denkern, Dichtern, Philosophen und Wissenschaftlerinnen angestellt werden, weitestgehend außer Acht gelassen werden. In der maschinellen Übersetzung herrschen zwei Qualitätsdimensionen vor: Wortübereinstimmung und Wortstellung im Vergleich zu einer Referenzübersetzung. In der maschinellen Übersetzung dreht sich sehr viel um Output-Qualität. Die ständige Verbesserung der Systeme ist quasi der Kern und die Legitimation der Forschung und Entwicklung von maschineller Übersetzung. Man könnte fast sagen, die ganze Forschung wird dem Streben nach höherer Qualität und Effizienz unterworfen. Um Systeme für maschinelles Übersetzen weiterzuentwickeln, muss man ständig messen können, wie gut sie in ihrem derzeitigen Zustand sind. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: die Evaluierung durch Menschen und eine automatische Evaluierung durch eine Maschine. Aus Zeit- und Kostengründen greift man vor allem in der Entwicklungsphase von Systemen für maschinelles Übersetzen zu automatischen Evaluierungsverfahren. Maschinen evaluieren den Output von Maschinen. Wenn Maschinen die Qualität von Übersetzungen beurteilen sollen, geht das nur, wenn der Prozess an das angepasst wird, was die Maschine eben kann, rechnen. Übersetzungsqualität muss im wahrsten Sinne des Wortes berechenbar werden. So entsteht ein Evaluierungsverfahren, in dem die Wortoberfläche der maschinellen Übersetzung mit der Wortoberfläche einer Referenzübersetzung verglichen wird, um daraus die Übereinstimmung zu berechnen. Selbst wenn Menschen den Output von Systemen für maschinelles Übersetzen beurteilen, muss dies in der Computerlinguistik stets quantifizierbar sein. Am Ende muss die Übersetzungsqualität in einer Zahl ausgedrückt werden, beziehungsweise gesagt werden, welches System am besten, zweitbesten, drittbesten und so weiter ist. Egal, ob die Evaluierung von Menschen oder von Maschinen durchgeführt wird. Die einzelnen Einheiten, die in der Computerlinguistik beurteilt werden, sind nie ganze Texte oder Absätze, sondern zumeist für sich alleinstehende, isolierte Segmente des Textes. Diese Evaluierungsformen lassen es gar nicht zu, den situativen Kontext der Übersetzung zu berücksichtigen, Faktoren wie Funktion, Zweck, Zielpublikum, aber auch die innertextliche Logik kann kaum berücksichtigt werden. Dies lässt natürlich Zweifel aufkommen, wie aussagekräftig diese Evaluierungsformen in der maschinellen Übersetzung überhaupt sind. In gewisser Weise kann die Forschung zu maschineller Übersetzung auch gar nicht anders. Denn dass Übersetzungsqualität in der Computerlinguistik, wie gerade eben beschrieben, evaluiert wird, ist natürlich der eigenen Logik der maschinellen Übersetzung geschuldet. Systeme für maschinelle Übersetzung der aktuellen Generation werden anhand möglichst großer Datenmengen trainiert. Damit Übersetzung maschinell überhaupt durchgeführt werden kann, muss der Prozess quantifizierbar und eben berechenbar gemacht werden. Das Gleiche gilt für die Evaluierung des maschinellen Outputs. Letztendlich lernen wir also über das Qualitätsverständnis in der maschinellen Übersetzung auch etwas über die Essenz der maschinellen Übersetzung. Sie lebt davon, den Prozess des Sprachmittelns in Zahlen zu gießen. Die Frage, inwiefern diese mechanische Vorgehensweise der kulturellen Praxis des Übersetzens entsprechen kann, sei jetzt nur in den Raum gestellt. Sehr wohl möchte ich jetzt aber zum Abschluss dieses Eröffnungsstatements einen emeritierten Professor für Computerlinguistik zitieren, und zwar Gilak Palm von der Universität Montreal, der auch ganz ohne translationswissenschaftlichen Hintergrund das Humanübersetzen folgendermaßen beschreibt: Human translators must negotiate, compromise and sometimes push the boundaries of the source and the target language, taking into consideration the sender, the receiver, the context and the medium of the message. This is in essence the art of translation. Ob die Forschung zu maschineller Übersetzung auch solche außertextuellen Qualitätsfaktoren
berücksichtigen kann oder überhaupt möchte, wird vielleicht mein Diskussionspartner ansprechen, auf dessen Eröffnungsstatement ich mich jetzt schon sehr freue. Vielen Dank. Sie können sich alle reinsetzen. Jetzt vielleicht, man kommt von vorne gut hin. Gut, ja, dann vielen Dank auch von meiner Seite für die Anmoderation, für das Eröffnungsstatement. Du hast viel schon vorweggenommen, Michael, was ich eigentlich auch ansprechen wollte hier. Ich werde das auch nochmal machen, vielleicht ein bisschen anders framen, wie man so schön sagt. Ich freue mich auch sehr auf die Anschlussdiskussion dann zu diesen einzelnen Punkten. Ich möchte aber ein kleines bisschen ausholen hier zuerst. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich zumindest, wenn ich in diesen Tagen ab und zu wieder mal eine Zeitung aufmache, habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, als ob man künstliche Intelligenz irgendwie gerade so in den letzten Wochen erfunden hätte oder so. Es vergeht irgendwie kaum eine Woche, wo nicht eine neue Schlagzeile unser Leben verändert, eine neue Technologie unseren Arbeitsalltag verändert und so weiter. Ja, und die Schlagzeilen, die suggerieren ganz klar, künstliche Intelligenz wird die Welt verändern und zwar innerst kürzester Zeit, nicht wahr? In Tat und Wahrheit, und das wurde vorher aber auch schon angesprochen, ist künstliche Intelligenz ein ziemlich alter Zopf. Ja, und maschinelle Übersetzung war eines der ersten Anwendungsgebiete davon. Du hast das vorher angesprochen, das geht auf die 40er Jahre zurück eigentlich. Also man könnte auch noch weiter zurück, je nachdem, wie man es von den Konzepten her sieht. Aber als ich zum ersten Mal, ich kann das hier auch ein bisschen abkürzen, zwei Mathematikprofessoren unterhalten haben über die Möglichkeit, mit Computern, das gab es auch Ende der 40er Jahre schon, Texte zu übersetzen. Da gab es eigentlich schon so zwei Lager. Der eine, Warren Weaver, das war so der hat gesagt, ja, das muss doch irgendwie möglich sein. Also ich habe jetzt hier so eine neue, starke Rechenmaschine. Und der andere, Norbert Wiener, das war so ein bisschen Skeptiker, hat gesagt, ja, also ich weiß nicht, irgendwie Sprache, so viel Semantik, viel Ambiguität, so viel Konnotation, das kann man auch mit solchen modernen Maschinen nicht einfach abbilden. Die haben sich dann so ein bisschen gestritten, das war auch so eine Disputatio eigentlich, kann man sagen, in einem Briefwechsel. Und das Argument dazumals schon vom Befürworter quasi war sehr interessant, hat nämlich gesagt, ja gut, natürlich, mein werter Freund, ist das so, dass wenn ich jetzt ein Verb wie get im Englischen anschaue, das ist schon sehr mehrdeutig, nicht wahr? Aber wenn ich mir jetzt mal überlege, einfach nur schon statt so einzelne Wörter so zwei Wortkombinationen machen würde, wenn ich jetzt Dinge habe wie get over, get back und so weiter, dann ist das doch eigentlich schon viel weniger ambig an der Stelle, wenn ich jetzt das irgendwie alles quasi als ein Wort, als einen Eintrag in einen Computer behandle. Und da kann ich doch auch, wenn ich jetzt ein Vokabular von 2000 Wörtern nehme, alle möglichen Zwei-Wort-Kombinationen, das sind dann vielleicht 4 Millionen Wörter, das ist doch für einen modernen Computer anno 1947 gar nicht so wahnsinnig schwierig. Das hat man also dazumals schon gesagt, oder? Das ist also spannend. Mathematikprofessoren unterhalten sich über maschinelle Übersetzung oder über Übersetzung. Und was machen sie, wenn etwas irgendwie schwierig lösbar ist? Zu ambig, Mehrdeutigkeiten, gut, dann nimmt man einfach das benachbarte Wort mit dazu und hat das Problem quasi gelöst, oder? Sie wissen selber, wie gut das funktioniert hat. Sie kennen wahrscheinlich statistische maschinelle Übersetzung noch. War lange ein bisschen Wortsalat. Das sagen wir, glaube ich, heute auch ziemlich selbstkritisch. Aber warum erzähle ich Ihnen das eigentlich hier? Oder was passiert ist so, das ist jetzt mehr als 80 Jahre her, das ist schon, und das kann ich vielleicht auch diesem Streitgespräch ein bisschen vorwegnehmen, das ist symptomatisch für die Forschung und auch die Bewertung von Übersetzungsqualität im Bereich der künstlichen Intelligenz, im Bereich der Computerlinguistik. Weil Sprache halt bereits auf der Wortebene unglaublich komplex ist, anerkennt man zwar die Wichtigkeit von Kontext, weil die Rechenleistung von Maschinen dann wiederum aber begrenzt ist, schränkt man halt diesen Kontext ein und landet dann bei solchen Einheiten wie diesen lustigen Zwei-Wort-Sequenzen oder später dann auch Mehrwort-Sequenzen, Engramme ist hier das Stichwort, wo ich dann auch noch gerne darauf zurückkommen möchte. Eine letzte Anmerkung noch zur Geschichte hier. Es gab ja auch dann nicht so viel später, 1954, so diese erste öffentliche Demonstration, wo man ein Übersetzungssystem auch mal der Öffentlichkeit gezeigt hat, auch das ist schon lange her. Das hat dort sehr, sehr gut funktioniert. Es war auch
ziemlich gefaked, könnte man heute sagen. Man hatte nämlich ein System demonstriert, das irgendwie 6 Grammatikregeln hatte und mit 250 lexikalischen Einheiten umgehen konnte. Da hat man in der Presse natürlich nichts davon gelesen. Ich möchte einfach hier noch kurz anbringen, was dort geschah. Also das hat es zum Beispiel auf die Frontseite der New York Times geschafft. Also wenn wir heute von irgendwie DeepL und so sprechen, dass das alles Wellen schlägt, naja, im Vergleich zu damals ist es vielleicht gar nicht mehr so ein Riesenhype, wenn man so will. Aber was ich damit eigentlich auch sagen möchte, ist, dass maschinelle Übersetzung schon von Anfang an eigentlich ziemlich viel Overselling betrieben hat. Sage ich jetzt auch schon mal selbstkritisch? Tatsächlich. Oder man sagt, ja cool, wir können jetzt automatisch vom Russischen ins Englische übersetzen, blitzschnell. Dass es dann nur irgendwie 250 Wörter beherrscht, das hat man dann irgendwie mal ein bisschen unter den Tisch gewissen, nicht wahr? So, also, damit komme ich dann aber eben auf diesen Schlussteil quasi von der Geschichte hier. Das ist einfach typisch. In Sachen Qualität haben wir tatsächlich viel versprochen und angepriesen, das sich dann später als unhaltbar erwiesen hat. Aber dazu dann später auch nochmal mehr. Und das ist hier ganz schlecht, wie ich das eingerichtet habe. So, ich möchte jetzt nochmal auf diese kleinen Einheiten zurückkommen. Ich habe ja eigentlich dieses Eröffnungsstatement jetzt auch mehr so als Erklärung mir gedacht, wie das eigentlich funktioniert. Du hast wirklich jetzt schon viel vorweggenommen, Michael. Das ist gut. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu langweilig. Wenn wir diese zwei Worteinheiten, die ich vorher angesprochen habe, diese N-Gramme uns nochmal vergegenwärtigen, dann hat die Technologie, die bis vor sehr kurzem auf Google Translate noch aktiv war, bis 2017 ungefähr, hat eigentlich auf solchen kurzen Wortsequenzen basiert, nicht wahr? Man konnte zwar als Benutzerin einen ganzen Text übersetzen mit solchen Systemen, im Hintergrund wurden diese Texte aber zerschnitten, die wurden mal in Sätze aufgeteilt und diese einzelnen Sätze wurden dann wiederum in solche kleinen Wortgruppen unterteilt, eben sogenannte N-Gramme. Und wenn wir jetzt über Qualitätsbeurteilung in der maschinellen Übersetzung sprechen, spielen diese N-Gramme eine wichtige Rolle. Denn eigentlich sind wir uns in diesem Bereich schon bewusst, dass Humanübersetzung irgendwo der Goldstandard ist, zumindest wir machen das so, das kommt dann wieder auf diese Äquivalenzen, ja, und auch, dass Bewertung eigentlich nur von Menschen durchgeführt werden kann. Aber genauso wie du das gesagt hast, Michael, ist es eben so, dass wir währenddem wir Systeme entwickeln, dass Humanübersetzung halt einfach, um maschinelle Übersetzungssysteme zu bewerten, sehr oft zu langsam und auch zu teuer ist. Weil wenn wir natürlich, sagen wir mal, 20 Systemparameter verändern und jedes Mal irgendwie 2000 Sätze oder 50 Texte übersetzen wollen, das kann man schlicht nicht bezahlen. Das ist irgendwo unrealistisch oder so. Wir brauchen also solche automatischen Metriken wie zum Beispiel Blö. Und wie funktionieren die im Wesentlichen? Man macht das eigentlich so, dass wir sagen, gut, wir möchten jetzt hier, das ist unser Testtext, wir möchten den übersetzen mit dem Übersetzungssystem. Wir lassen das auch von Menschen übersetzen und vergleichen halt nachher, wie du gesagt hast, automatisch, okay, diese Sequenzen, diese Wortfolgen, was kommt jetzt in diesen beiden Texten vor? Ganz einfaches Beispiel, kommt in der menschlichen Übersetzung das Trigramm, wie wir sagen, das schöne Fahrzeug vor und das Übersetzungssystem macht das auch, dann gibt es für das Übersetzungssystem einen Punkt. Wenn das Übersetzungssystem aber das schöne Auto macht, nicht das schöne Fahrzeug, gibt es für das Übersetzungssystem halt keinen Punkt. Also das ist an der Stelle schon ziemlich kompliziert oder ziemlich schlecht eben. Dinge wie Synonymie und so weiter, das kann man mit solchen automatischen Metriken nicht lösen. Es gibt da auch ganz viele andere Probleme, aber das ist heute ja gar nicht der Schwerpunkt. Wie gesagt, wir haben gemerkt, damit kommen wir so nicht weiter. Was machen wir also heute? Wir befragen tatsächlich Menschen, wenn es um Qualität geht von maschineller Übersetzung. Und wie Michael richtig gesagt hat, geht es hier eigentlich hauptsächlich um zwei Dimensionen. Es geht um Adäquatheit einer Übersetzung, wie vollständig wird der Inhalt eines Ausgangstexts im Zieltext wiedergeben und das andere ist eben Flüssigkeit einer Übersetzung, wie natürlich klingt ein Text in der Zielsprache, eine maschinelle Übersetzung. Für die Bewertung von Adäquatheit befragen wir bilinguale Menschen, für die Bewertung von Flüssigkeit ist dann eben nur Zielsprachenkenntnis notwendig. Und es gibt hier auch noch natürlich Details, wie wir das dann machen. Vielleicht können wir das nachher genauer noch anschauen. Man kann das irgendwie mit absoluten Skalen, mit relativen Skalen bewerten und so weiter. Ich möchte hier jetzt aber vor allem noch auf ein Beispiel eingehen, wie man das dann zum Beispiel ganz konkret gemacht hat. Und zwar hat Microsoft Research 2018, vielleicht erinnern Sie sich davon, die Leute, die irgendwie da waren im März schon, die haben das schon mal gehört, die haben ja dieses bekannte Paper rausgegeben, gesagt, so, maschinelle Übersetzung hat jetzt Parität mit professioneller Humanübersetzung
erreicht. Und dort hat man das eben genauso gemacht. Man hat Ausgangstexte von Menschen übersetzen lassen, Ausgangstexte von Maschinen übersetzen lassen, hat eine Skala von 1 bis 100 verwendet und hat dann bilingualen Leuten blind diese Sätze so gegeben. Die mussten dann die bepunkten quasi. Was dort rausgekommen ist, ist ja eben, dass es keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen diesen Punkten gab. Ergo hat Microsoft also geschlussfolgert, ja gut, die sind jetzt also gleich gut, schön. Was aber ganz wichtig ist, hier zu sagen, ist, dass zum einen mal dort eben nur Adäquatheit gemessen wurde. Flüssigkeit hat man dort irgendwie gar nicht bewertet. Also das ist eigentlich die eigene Logik, die wir schon haben, wurde nicht wirklich vollständig berücksichtigt. Und was auch ganz wichtig ist, Microsoft hat diese Bewertung auch auf Satzebene vorgenommen. Wir sind zwar nicht mehr bei diesen N-Grammen, aber Leute haben halt nicht ganze Übersetzungen bewertet, sondern haben halt wirklich einzelne Sätze gesehen aus Übersetzungen. Und da haben Menschen natürlich einen großen Nachteil, wenn man Mensch und Maschine vergleicht irgendwo. Du hast jetzt gar nicht so viel zu Übersetzungskonzepten oder Qualitätsbewertungskonzepten gesagt in der Translationswissenschaft. Ich finde auch persönlich das gar nicht so schlecht. Ich finde nämlich, über diese Dinge kann man sich lange streiten. Wenn es um den Vergleich zwischen Mensch und Maschine geht, sowieso. Man kann sich sehr ausgefeilte Metriken, Evaluationsmethodologien überlegen, Fehlerkategorisierungen und so weiter. Aber ganz ehrlich, ab einem gewissen Punkt finde ich persönlich das auch ziemlich absurd, weil Maschinen können Menschen in der Übersetzung sowieso nicht ersetzen. Das ist heute nicht so, das ist in 20 Jahren nicht so. Was Maschinen hingegen sehr wohl können, ist die Arbeit von professionellen Übersetzerinnen und Übersetzern beschleunigen. Das Stichwort lautet hier Produktivität. Und dass gerade professionelle Übersetzer oft nicht an eine Produktivitätssteigerung durch den Einsatz von Maschinen glauben, das haben wir Entwickler halt selber verschuldet. Ich habe eben darum das Beispiel in die 50er Jahre zurück mit diesem Russisch-zu-Englisch-System. Durch dieses Overselling, das halt lange betrieben wurde, das hat zu einem Vertrauensverlust geführt. Und das rächt sich nun, wo die Technologie tatsächlich etwas kann. Weil genau wie wir anerkennen müssen, dass Maschinen Menschen bei der Übersetzung heute nicht ersetzen können, so müssen wir halt auch anerkennen, dass maschinelle Übersetzungssysteme die Humanübersetzung in sehr vielen Kontexten wirklich um 30-40% beschleunigen. Und ich denke, gerade im Kontext der Berufspraxis sehe ich die Bewertung von Qualität als stellenweise wenig gewinnbringend, ganz ehrlich. Übersetzungssysteme sollte man daran messen, wie gut sie Menschen bei ihrer Arbeit unterstützen. Diese Fokussierung auf Produktivität, die hat dann auch einen ganz praktischen Aspekt. Zeit ist nämlich viel einfacher zu messen als Qualität. Und sie ist in den allermeisten Fällen, das behaupte ich jetzt hier am Schluss einfach mal so, auch viel relevanter. Ja, vielen Dank für diese zwei eröffnenden Statements. Ich glaube, es gibt einige Gemeinsamkeiten, aber doch auch einige Unterschiede. Und bevor wir dabei jetzt genauer hineingehen, bitte ich um ganz kurze Heraushebungen der Probleme des anderen. Ja, vielen Dank für dein Eröffnungsstatement. Ich glaube, das war auch noch einmal wichtig für alle im Raum, diesen Hintergrund, den computerlinguistischen Hintergrund zur maschinellen Übersetzung zu kennen oder zu erahnen zumindest, um dem besser folgen zu können. Es ist auf jeden Fall alles absolut nachvollziehbar, ja, also so wie du das geschildert hast. Ich glaube, wir können wahrscheinlich voneinander profitieren, wenn wir noch vielleicht auf Dinge hinweisen, die wir vielleicht in irgendeiner Form problematisch unter Anführungszeichen finden. Jedenfalls hast du hast von Kontext gesprochen, unter anderem. Kontext ist das kann alles Mögliche heißen und auch in der Übersetzung. Einerseits wichtig für das Verfahren des Übersetzens und auch für die Messung dann von Qualität und Kontext. Kann sein ein grammatikalischer Kontext, damit man überhaupt, also für eine maschinelle Übersetzung zum Beispiel, wie groß sind die Worte, die man berücksichtigt, ist zwei N-Gramme, zwei Wörter, drei Wörter, vier Wörter und so weiter. Und ich finde, der grammatikalische Kontext ist immer noch sehr klein, auch wenn er größer geworden ist, also nicht nur zwei Worte berücksichtigt werden, die Satzebene ist immer noch relativ überschaubar, sage ich jetzt einmal. Und der inhaltliche Kontext, also dieser aussprachliche Kontext, der kommt dann noch gar nicht vor.
Das gaukelt aber auch niemand einem vor, muss man fairerweise sagen, in der maschinellen Übersetzung, dass dieser berücksichtigt werden könnte. Aber wahrscheinlich sollte man so einen kleinen Warnhinweis noch dazu geben, dass dieser außersprachliche Rahmen hier noch etwas fehlt. Ja? Dann hast du dankenswerterweise diese Verfahren noch einmal genauer erklärt, die verwendet werden in der Forschung zur maschinellen Übersetzung aus der Computerlinguistik, und hast ein Beispiel herausgehoben, das wahrscheinlich ein Negativbeispiel eben ist, das von Microsoft, wo sie eben davon gesprochen haben, dass diese Texte gleich gut wären, die maschinelle Übersetzung und die menschliche Übersetzung. Und das zeigt einen so einen Schwachpunkt auch vielleicht auf, nämlich dass man diese Verfahren, wenn man will, so gestalten kann, dass man halt das Ergebnis bekommt, das einem dann passt. Man könnte fast von einer bewussten Täuschung im Fall von Microsoft auch sprechen, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Das macht aber zum Glück also niemand in der Grundlagenforschung, würde ich jetzt einmal annehmen, hoffentlich. Und dann, ja, die Produktivität als großes Stichwort. Da wird es natürlich jetzt interessant für Berufsübersetzer und Übersetzerinnen. Ja? Also auf jeden Fall die Idee, dass man maschinelle Übersetzung zum Verbündeten machen kann, dreht das Ganze ja auf einmal. Also vom Feind zum Freund ist eine interessante Idee. Ich glaube, warum viele Übersetzer und Übersetzerinnen vielleicht noch davor zurückschrecken oder Probleme damit haben, das so zu sehen, ist, dass sie vielleicht so als Kuckucksei sehen, dass da hineingelegt wird und einem dann selbst aus dem Nest wirft, wenn man nicht aufpasst. Aus den angesprochenen Gründen, auch die du angesprochen hast, dass die maschinelle Übersetzung das in den vergangenen Epochen nicht so geschickt beworben hat oder dargestellt hat, was es sein kann und was es ist. Wollte ich noch einen Punkt ansprechen. Die Produktivität ist etwas, das für Berufsübersetzerinnen relevant sein könnte. Eine Gruppe, die maschinelle Übersetzung verwendet, die aber von dieser Diskussion wenig mitbekommt, sind all jene Leute, die einfach so mal was in Google Translate eingeben, einfach was übersetzen, weil sie wissen wollen, dass in einem Text drinnen steht und sich eigentlich nicht bewusst sind, was das Ding eigentlich macht, und gaukelt einem vielleicht sogar Produktivität vor, aber irgendwie im schlimmsten Fall kommt was heraus, das einem nicht unbedingt hilft, oder vielleicht sogar ein Schaden entsteht, wenn wirklich ein Fehler drin vorkommt und man aufgrund einer nicht so guten Übersetzung dann auch Handlungen setzt. Ist jetzt wahrscheinlich ein Extremfall, aber zumindest hypothetisch wollte ich das jetzt auch nochmal angesprochen haben. Ja, das sind so die paar Punkte, die mir bis jetzt eingefallen sind. Ja, das ist spannend. Ich würde versuchen jetzt zuerst, das sind jetzt viele Punkte auch schon wieder angesprochen worden, wo ich auch gerade darauf antworten könnte. Jetzt versuche ich mal zuerst auf das Statement zurückzugehen. Etwas ist mir da sehr geblieben, das war auch geschickt formuliert. Du hast gesagt, ja, okay, kann es das sein, Maschinen evaluieren Maschinen. Wie gesagt, es ist eine gewisse, man ist irgendwie selbstkritisch, irgendetwas brauchen wir, wenn es schnell gehen muss, wir sind uns dem bewusst, dass das nicht ideal ist, oder? Jetzt könnte ich natürlich ein bisschen ketzerisch die Gegenfrage stellen, ja gut, Menschen evaluieren Menschen, ist das denn unbedingt viel fairer? Du hast vorher gesagt, ja gut, man kann dann auch Dinge so gestalten, wie man sie vielleicht irgendwie sehen möchte. Wenn jetzt Menschen evaluieren, wenn es um Übersetzung geht, ja, könnte ich natürlich schon sagen, ja, ich möchte das ja eigentlich gern so genau beibehalten, wie das jetzt ist, komm, lass uns doch die Metrik, die wir dann verwenden, die Methode so gestalten, dass das halt für die Menschen dann vorteilhaft rauskommt. Oder? Also ich glaube, da muss man sich irgendwo einfach finden, vielleicht auch das irgendwie kombinieren. Ich glaube, da können wir tatsächlich voneinander lernen, was das anbelangt. Du hast gesagt, der Kontext ist immer noch sehr klein. Das ist jetzt schon dann nachgelagert vorher. Ja, er war auch schon viel kleiner. Und wir sind jetzt tatsächlich in der Forschung so weit, dass Systeme nicht mehr an der Satzgrenze quasi stoppen, sondern dass eigentlich schon ganze Dokumente, sagen wir jetzt dem mal,
berücksichtigt werden. Das sind Sequenzen von ungefähr 1000 Wörtern im Moment oder so. Das sind eigentlich noch nicht ganze Bücher oder sowas, aber wir kommen irgendwie langsam so in einen Bereich, halt auch von der Rechenpower, wo das langsam irgendwo möglich wird, nicht wahr? Dass dann vielleicht nicht unbedingt ein Pronomen falsch übersetzt wird im nächsten Satz, nur weil es halt jetzt eben im nächsten Satz steht oder so. Also da sind wir schon einen Schritt weiter, dass wir da noch nicht am Ende sind, ja klar. Und Kontext, es ist natürlich so, wir berücksichtigen nicht unbedingt Kontext, der irgendwie dann außerhalb vom Text noch liegt oder so. Könnte man übrigens je nachdem mit künstlicher Intelligenz ja machen, wenn ihr uns Zugriff auf alle Kameras gebt und so weiter, die im Computer irgendwie mitlaufen. Man kann, das klingt jetzt ein bisschen blöd, man kann sehr viel mitmodellieren mit solchen Systemen, oder? Wenn ich Filmuntertitel übersetze, kann ich zum Beispiel auch Bildinformationen mit reinnehmen und so weiter. Das ist dann sehr stark irgendwie Zukunftsmusik und das wäre eine ganz andere Diskussion, glaube ich, wo das gesellschaftlich noch irgendwie hinführen wollte oder so, wenn wir das überhaupt wollen. Ich möchte etwas noch ansprechen, was du am Schluss gesagt hast, und zwar das mit diesem allgemeinen Use Case. Oder klar, jetzt haben wir Produktivität, die ist so stark in der professionellen Übersetzung, ist ein Thema. Aber wenn ihr jetzt quasi die unwissende Nutzerin, der unwissende Nutzer Google Translate verwendet und dann etwas übersetzt, dann kann das Schaden anrichten, hast du gesagt. Gut, da würde ich halt schon sagen, ja, Leute, die halt sonst gar nicht übersetzen können, denen fällt dann einfach etwas weg, oder? Also ich denke hier an Dinge, die man zum Beispiel Leute, die kein Englisch beherrschen, irgendwie Zugang zu Wissen und so weiter, ist halt die Frage, ist das besser, wenn das übersetzt ist? Ja, man muss halt vielleicht einen Disclaimer hinschreiben, hey, weißt du was, es hat hier Ambiguitäten, vielleicht ist es mal nicht so toll, aber immerhin, du kannst verstehen, was da drin steht irgendwo, oder lässt man das einfach weg, weil es könnte ja vielleicht mal irgendwo was Schlimmes wegfallen oder so in der Übersetzung. Ich glaube, das ist da so das Spannungsfeld. Von euch gleich reagieren oder weiter sprechen oder soll ich? Ich glaube, ich vielleicht verbinden. Ja, vielleicht kannst du das mit dem ersten Frageblock verbinden. Okay. Ja, sozusagen unser erster Block soll jetzt ein wenig über die Unterschiede zwischen den zwei Sichtweisen stärker eingehen und irgendwie sich, und vielleicht könnt ihr darauf eingehen, ein bisschen stärker. Was sind denn eigentlich die konkreten Unterschiede? Wo reden die Computerlinguistik und die Translationswissenschaft vor allem ziemlich aneinander vorbei? Und ich glaube, das passiert nämlich hier auch schon. Ihr versteht euch sehr gut, weil ihr kennt beide Seiten. Und daher gibt es eine gewisse Konvergenz. Aber ich glaube, es gibt trotzdem ein sehr unterschiedliches Verständnis davon, was jetzt Qualität in der Translation eigentlich alles ausmacht. Einfach auch schon abhängig davon, was Translation überhaupt ist, oder? Ja, es gibt ja, also die Qualitätsforschung in der Übersetzungswissenschaft, aber auch in der Computerlinguistik oder in der computerlinguistischen Forschung zur maschinellen Übersetzung, die könnte ja, wenn sie wollte, auch auf einiges zurückgreifen, das schon da ist in der Translationswissenschaft. Also es gibt zum Glück ja schon sehr viele Arbeiten dazu. Manche sind eher auf einer abstrakteren Ebene, was könnte Qualität alles sein. Ich habe früher angesprochen, eben diese typischen Dinge, Äquivalenz, Funktion, Diskurs. Und da verstehe ich natürlich, dass man da aus computerlinguistischer Sicht schwer andocken kann zu dieser fast schon vielleicht kulturwissenschaftlichen Sichtweise und dass man die schwer verwenden kann für die eigenen Ziele oder für die eigenen Verfahren zur Qualitätsmessung. Es gibt aber auch natürlich Arbeiten in der Translationswissenschaft, wo das vielleicht leichter ginge, wo es sehr wohl geht um die konkrete Bewertung von Texten, wie können Fehler aussehen, was gibt es alles zu berücksichtigen bei einer Übersetzung. Und das vermisse ich so ein bisschen in der computerlinguistischen Forschung zur maschinellen Übersetzung, dass wenig Bezug darauf genommen wird. Da könnte man wahrscheinlich noch mehr Bezug darauf nehmen. Aber selbstkritischerweise muss ich auch sagen, dass,
dass wir es vielleicht auch nicht so ganz leicht machen, weil wir die jetzt nicht gerade auf dem Silbertablett servieren, weil wir vielleicht auch zu stark in unserer eigenen Terminologie da bleiben, in unserer eigenen Blase und jetzt auch nicht vorpreschen und auf die Konferenzen gehen in der MÜ-Forschung und sagen, bitte, da ist alles da, sucht euch, also, greift zu. muss ich ehrlicherweise sagen, so langsam beginnt das vielleicht. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und umgekehrt muss ich sagen, diese harten Verfahren zur Qualitätsmessung, wo man ganz konkrete Parameter hat, etwas in eine Zahl zu gießen oder um ganz konkret zu sagen, was eine gute Übersetzung ist oder eine schlechte, da trauen wir uns auch vielleicht zu wenig aus der Deckung in der Translationswissenschaft. Man schreckt ein bisschen davor zurück zu sagen, was macht es denn jetzt eigentlich wirklich konkret aus bei einem Text? Also was kann alles ein Fehler sein und so weiter? Also vielleicht ist es noch nicht präzise, vielleicht ist es noch nicht kleinteilig genug, damit man das verwenden kann in anderen Disziplinen. Wir haben uns gegenseitig Texte gegeben zum Durchlesen und ich habe ihm einen Text gegeben von Julian House, die so eine historischere Koryphäe ist, was Qualitätsmessung oder Qualitätsdiskussion in der Translationswissenschaft ist. Und da verstehe ich schon, also die spricht sehr auf einer Metaebene, was Qualität alles sein kann. Und da verstehe ich natürlich, dass das dann schwer umsetzbar ist, ja. Wenn ich hier vielleicht gerade anschließen darf, ist schön, dass du das erwähnst, weil den Text hätte ich jetzt gleich auch erwähnt, das fand ich auch sehr spannend, schwer zugänglich für mich, ganz ehrlich, ja, andere Terminologie und so weiter, es gibt da vielen Ebenen und ich bin dann gar nicht so sicher, du hast vorher mal über Ziele gesprochen, so, wenn ich jetzt auf die Gefahr hin, dass ich mich hier blamiere und ihr korrigiert mich dann, jetzt eben diesen Haustext zum Beispiel gelesen, das fängt ja zum Beispiel schon dort an, ob man eine Übersetzung quasi als solche erkennbar machen will oder nicht, oder? Also quasi, soll ich jetzt dem Leser mitgeben, da gibt es halt diese ganzen Probleme und das ist jetzt eine Übersetzung oder so, oder in der Zielsprache möglich, das kannst du wahrscheinlich besser definieren. Aber an der Stelle, oder wenn wir uns dann so über Übersetzungsqualität unterhalten, das finde ich übrigens überhaupt nicht unspannend, aber ich bin dann gar nicht sicher, ob wir dann an diesem Punkt überhaupt die genau gleichen Ziele haben. Weil ich glaube, in der Computerlinguistik würden wir uns das auch gar nicht anmaßen, dann zu sagen, ja hey, also jetzt eben auf so einer Metaebene irgendwie zu beurteilen, wie jetzt was da aus dieser Maschine rauskommt, das ist ja noch, ganz ehrlich, so schlecht dann kontextualisiert und so weiter. Das ist so einfach nur auf irgendwelchen Trainingsdaten, die es schon gibt, irgendwelche Wahrscheinlichkeiten maximiert, was dann da halt rauskommt. Das kann ja gar nicht diesen Anspruch erfüllen, oder? Also ich weiß wirklich nicht, ob wir an dem Punkt so das gleiche Ziel dann eigentlich haben. Im Gegenteil, vielleicht macht es doch Sinn, dass wir sagen, hey, also es ist schon gut, wenn etwas wirklich greifbar ist. Ich sage jetzt mal ganz provokativ, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, eine verhältnismäßig dumme Metrik zu haben, wo man irgendwie Dinge zählt und Kontext vereinfacht und so weiter. Wirklich halt nur, um diesen Output irgendwie zu bewerten, aber dann, was ist irgendwie eine Übersetzung, ist die Kommunikationsabsicht, stimmt die jetzt und so weiter, dass man da dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen breiter wird und dass wir dann da vielleicht auch gar nicht zu direkt reinreden, wie man das machen soll. Darf ich da vielleicht gleich provokant nachfragen, sollte man dann nicht vielleicht den Qualitätsbegriff aufgeben in der Computerlinguistik? Ja, ich erinnere mich wirklich an die Diskussion im März, oder? Das war eine Frage und ich fand das sehr interessant, den Vorschlag auch. Man muss immer Dinge vereinfachen, man braucht Schlagwörter, oder? Ich meine, wie wollen wir das sonst in einem Paper sagen? Ja, es ist vielleicht dann auch ein bisschen künstlich, wenn wir dann irgendwie immer, weil dann verwenden wir zum Beispiel Adäquatheit oder irgendwie Fluency oder sowas und dann kommt dann der nächste Einwand so, ja, aber wollen wir nicht Flüssigkeit dann vielleicht aufheben und sagen, ja, sagen wir Wortreihenfolge oder sowas, oder? Also es ist wahrscheinlich immer so eine Frage, aber ich bin dem gar nicht so abgeneigt, weil Qualität ist schon ein sehr, sehr großer Begriff irgendwo, oder? Wobei es hoffentlich nicht nur dann darum gehen kann, einfach das Wort an sich auszutauschen, so quasi als Ausschilderung. Also das, was wir bis jetzt gemacht haben, machen wir auch weiterhin, nur wir nennen es halt anders. Weil wenn wir uns ehrlich sind, lebt doch eben also diese Art von Forschung auch davon, dass man ständig weiß, wie gut ein System ist.
Weil wenn man das nicht mehr sagen könnte, wie kann man dann diesen Fortschritt messen und diese ständige Verbesserung der Systeme, ist die nicht so stark drin in der DNA der computerlinguistischen Forschung zur maschinellen Übersetzung, dass sie ohne dem kaum auskommen könnte, ohne zu sagen, wie gut ein System zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Aber das ist klar, so funktionieren halt Ingenieurswissenschaften. Ich meine, wie soll man denn, also was sollen wir denn machen? Sollen wir einfach quasi neue Systeme mal machen und das ist irgendwie jetzt auch noch lustig und da haben wir mal statt 5 Schichten 18 Schichten verwendet im Transformer und jetzt, ja, wir wissen nicht, was das macht, aber es ist, glaube ich, noch interessant. Also wie stellt man sich das konkret vor? Oder wir müssen das irgendwo festhalten können an etwas. Und ich glaube, das hat sich, muss man jetzt ganz ehrlich schon auch sagen, oder? Es hat zwar jetzt irgendwie 80 Jahre gedauert, aber ich glaube, man kann nicht wegreden, dass wirklich selbstkritisch bei dem ganzen Overselling und so weiter, dass die Systeme halt schon besser geworden sind. Und ja, auch heute arbeiten sie nur irgendwie auf der Satzebene und so weiter, aber immerhin machen sie das jetzt, oder? Und ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen, hätte man nicht stellenweise vielleicht auch dumme Qualitätsdefinitionen oder Metriken gehabt, um das irgendwo aufzuhängen. Weil man darf nicht vergessen, man kann ja auch nicht, bevor man quasi Computerlinguistin werden möchte, Systementwicklerin werden möchte, irgendwie zuerst 5 Jahre Translationswissenschaft studieren, um dann irgendwie zu schauen, ja, was heißt denn jetzt wirklich Verbesserung in so einem System? Das ist ja irgendwie auch nicht realistisch. Ich finde es auch total nachvollziehbar und auch logisch, dass es eben so sein muss. Das ist auch das, was ich im Eröffnungsstatement, glaube ich, angesprochen habe, dass also man lebt halt davon, in der Art von Forschung, dass man eben versucht, diese Systeme besser zu machen. Ja? Und da braucht man halt irgendwas, woran man das misst. Und das kann man auch offen sagen. Ja? Also dass man stark an dieser Qualitätsmessung eben hängt, das braucht es eben und das ist auch in Ordnung und das ist auch der Kern so ein bisschen für mich der Forschung. Und wo wir vielleicht einspringen können, ist um zu sagen, ja, da gibt es noch eine ganze Welt außerhalb davon. Oder um so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben und ein bisschen die Tür zu öffnen dazu, aber was Übersetzen noch alles sein kann. Darf ich da anknüpfen? Ja, ist es wirklich diese ganze Welt? Ich meine, das ist ja nicht das, was wir abbilden in diesen Systemen, oder? Das finde ich ein bisschen schwierig daran irgendwo. Ich finde das wirklich interessant und das stimmt ja auch. Also wenn ich eine Übersetzung lese, ein übersetztes Buch oder so, dann würde es mir nicht in den Sinn kommen, oh, Flüssigkeit, Adäquatheit hier auf Satz 3. Also das macht natürlich keinen Sinn. Aber was, du hast das jetzt gesagt, diese Qualitätsverwertung steht so stark im Zentrum. Was stört dich denn daran, wenn ich so ganz offen fragen darf? Weil für dieses blöde System, Text rein, Text raus, ist das doch so auf dieser Ebene mal irgendwie eigentlich gar nicht so schlecht abgedeckt damit. Ein System ist ja nicht gebaut, dass es irgendwie kulturelle Normen im Moment irgendwie in verschiedenen Kulturkreisen zum Beispiel abbildet, wenn man jetzt etwas übersetzt oder so. Vielleicht wäre das schön, wenn das so wäre, aber da sind wir ja meilenweit davon entfernt. Na, wenn dann Systeme zustande kommen, wo Leute, die einen Text sonst nicht verstehen könnten, einen sinnvollen Text bekommen, dann hat das absolut seine Legitimität und dazu ist es eben erforderlich, das genau, also unter diesen Qualitätsbegriffen das zu trainieren. Wenn man das dann weiter spinnt und maschinelle Übersetzung vielleicht in den Kontext ausweitet, wo man maschinelle Übersetzung noch verwendet und wenn dann Leute in der Öffentlichkeit übersetzen, damit gleichsetzen, mit diesen Qualitätskonzepten auch gleichsetzen, also diese für mich eher eingeschränkten Qualitätskonzepte, dann beginnt sich halt das allgemeine Verständnis von Übersetzen vielleicht zu verändern und wir reduzieren es auf etwas, das mir etwas zu eingeengt ist. Ganz kurz nur, das finde ich sehr spannend. Aber ist das heute nicht sowieso so? Ich meine, Sie hier haben wahrscheinlich alle und viel mehr als ich einen Hintergrund in Übersetzung. Aber dass Laien Übersetzung sowieso als das betrachten von außen. Wie wir es in der Computerlinguistik vielleicht auch machen. Und vielleicht sind wir nur einfach die gleichen Laien jetzt in dem Bereich, wie einfach halt viele Leute auch. Ja, ich war ja auch mal in Frankreich, kann ja auch ein bisschen übersetzen. Ja, steht das Gleiche im Zieltext. Ja,
Ich glaube, die maschinelle Übersetzung befördert das vielleicht noch ein bisschen oder leistet da Vorschub. Das ist aber, kann man wahrscheinlich nicht nur, da müssen wir uns wahrscheinlich auch selbst an der Nase nehmen, weil wir könnten genauso gut Aufklärungsarbeit betreiben, Veranstaltungen organisieren wie die heute. Also in dem Sinne erfüllen wir hoffentlich auch ein bisschen einen Auftrag. Ist auch unser Beitrag wahrscheinlich aus der Translationswissenschaft heraus. Ja. Ja, es sind jetzt ja ein paar Punkte herausgekommen, die sich sehr stark um diesen Qualitätsbegriff auch herausbilden. Aber was könnte man denn noch alles unter translatorischer Qualität verstehen? Was sind denn da eigentlich alles noch für konkrete Aspekte drinnen, die derzeit oder auch die bisher auch in der Diskussion noch recht wenig hergekommen sind, die man aus einer translationswissenschaftlichen Perspektive vielleicht zuerst sehen könnte? Ja, das ist wahrscheinlich vor allem alles das, was ich früher als außersprachlichen Kontext bezeichnet habe, wo man fairerweise sagen muss, da gibt die Computerlinguistik auch nicht vor, dass man das jetzt da super gut schon berücksichtigen könnte. Wofür wird eine Übersetzung gebraucht? Wer ist das Zielpublikum? Wo wird der Text erscheinen? Wer wird den verwenden? Zu welchem Ziel? Also sobald eine Übersetzung, je gesellschaftsrelevanter eine Übersetzung wird und je weiter wir uns von einer Anleitung für eine Kaffeemaschine entfernen, desto wichtiger wird es wahrscheinlich, dass wir auch noch andere Qualitätskriterien berücksichtigen, wenn wir das nicht tun würden, dann wird es eben zu dieser Einengung des Übersetzungsbegriffes kommen, der sich sonst fortsetzt. Man könnte ein Einführungsbuch der Translationswissenschaft hernehmen und die einzelnen Ansätze durchgehen. Von funktionale Ansätze, postkoloniale, feministische Ansätze. Also da wird es dann sehr kulturwissenschaftlich. Das sehe ich dann auch als Aufgabe der Translationswissenschaft, auf diesen außersprachlichen Kontext hinzuweisen, dass er noch nicht so gut abgedeckt werden kann in der maschinellen Übersetzung. Darf ich vielleicht noch ein bisschen nachfragen? Du hast jetzt bist sehr stark darauf eingegangen über die Qualität der Übersetzungen oder von Übersetzungen oder von Translaten im Endeffekt. Aber geht es eigentlich nicht darum, die maschinellen Übersetzungssysteme zu bewerten und nicht die Übersetzung zu bewerten? Was verändert das, wenn wir jetzt plötzlich darüber nachdenken, was ist eigentlich die Qualität des maschinellen Übersetzungssystems? Für wen was sollen da die Qualitäten sein, die für die Translatorischen, für die Praktikerinnen, für aus einer Forschungssicht vielleicht auch von relevant sein können? Eigentlich recht egal. Okay. Ja. Kurz überlegen. Okay, also quasi so eine Wunschliste an ein maschinelles Übersetzungssystem aus translationswissenschaftlicher Sicht. Da müsste man sich eigentlich fast wünschen, dass die nicht erfüllt werden könnte, weil wozu braucht es sonst noch die menschliche Seite, müsste man schon fast sagen. Aber ja, genau, was sagt Übersetzungsqualität dann eigentlich auch aus über das Verfahren, über das wir zu einer Übersetzung kommen? Und man kann dann schon ein bisschen erkennen über den Qualitätsbegriff, was da eigentlich im System selbst dann passiert. Und da ist natürlich einiges. Also man muss verstehen, dass diese maschinellen Übersetzungssysteme ja auf der Grundlage von sehr großen Datenmengen trainiert werden. Ja? Je größer die Datenmengen, desto besser die Qualität dieser Daten. Das sind vor allem Texte, ja, zweisprachige, mehrsprachige Texte. Und da geht es vor allem um die grammatikalische Textoberfläche, aber nicht um den Inhalt per se. Wenn du sagst,
man versucht, dokumentübergreifend zu arbeiten, dann ist das auch noch immer die grammatikalische Ebene eigentlich, oder? Also die, ob das das richtige Pronomen dann verwendet wird, das Bezug nimmt auf eine Person, die vorhin genannt wird, und nicht unbedingt so die Inhaltsebene. Das ist einfach die ganz große Frage. Dort kommen wir wirklich an den Punkt, ist das jetzt irgendwie künstliche Intelligenz oder nicht? Ich sage selber auch gern mal selbstkritisch so, ja, hey, eben, das ist eigentlich irgendwie so ein Mapping-Problem, Input, Output, Textoberfläche und so weiter. Aber bei allem, bei aller Kritik gegenüber diesen Microsoft-Ergebnissen zum Beispiel, oder was ja dort schon rausgekommen ist, dass in puncto Adäquatheit bei Zeitungstexten von Chinesisch zu Englisch viele Einschränkungen, das hat man gesehen, in der Adäquatheit bei isolierten Sätzen, dass man da jetzt also nicht unterscheiden kann, blind, ist das von einem Menschen oder von einer Maschine gemacht? Also wie hat man jetzt diese Vollständigkeit abgebildet und so? Und es deutet halt in unserer Qualitätsforschung, wie falsch oder richtig die auch immer ist, irgendwie bei diesen Blindtests, die wir halt oft machen, deutet halt schon vieles darauf hin, dass einfach, wenn man halt einfach den Systemen noch mehr Daten gibt, wenn man halt diesen Kontext, einfach diese Maschinenpower noch größer machen kann, ist es zwar schon so, dass nur, natürlich kommen nur Wortoberflächen rein und wieder raus irgendwo, das ist bei digitalen Texten immer so, das bringt man nicht weg, oder? Aber wir wissen ja selber mittlerweile auch nicht mehr, was diese Neuronen, wie sie heißen, eigentlich dann abbilden, wie sie diese Verbindungen irgendwie machen, oder? Und es gibt jetzt diese einen, also die Befürworter von wirklich so, nein, das ist jetzt künstliche Intelligenz, das funktioniert jetzt so ein bisschen wie das menschliche Gehirn, die sagen halt ja nein, die lernen halt schon auch tiefen Strukturen mit solchen Trainingsdaten. Es ist nicht so, dass einfach nur irgendwie Wörter ersetzt werden oder sowas, die da rauskommen. Und dann gibt es andere, die da ein bisschen kritischer sind, und ich gehöre da ja eigentlich auch dazu. Aber ich finde das sehr schwierig, wenn man es wirklich durchdenkt. Also ist das denn mit einfach Wortoberflächen, bleibt man da zwangsweise, kann man diese Dinge, die du gesagt hast, nicht mit abbilden oder so? Ist nicht irgendwie gewisse extralinguistische Dinge oder so, die drücken sich letztlich ja auch irgendwo an der Wortoberfläche wieder aus, oder? Natürlich sind es nicht nur Pronomen. Also. Aber wäre dann sozusagen nicht auch bei der Qualitätsmessung der MÜ-Systeme zum Beispiel eine Dimension, sich zu überlegen, inwiefern die Dinge, die das jeweilige System vielleicht nicht gut kann oder die das System vielleicht in einen Bias, in eine Richtung hat, ob ein MÜ-System das anzeigt, ob es einem Hinweise gibt darauf, wo es Probleme gibt, ob die Übersetzer, Übersetzerinnen einwirken können auf gewisse Faktoren und so weiter und so fort. Also ich denke mir, wenn wir über die Qualität der MÜ-Systeme reden, dann ist es wahrscheinlich müßig, immer nur über den Output zu reden, sondern müsste wahrscheinlich viel mehr über die Entwicklung dieser Systeme sprechen, einerseits, und andererseits auch darüber, wie die dann im Endeffekt aussehen. Ja, was passiert in einer Blackbox und was kann sozusagen beeinflusst werden von den Nutzerinnen, von den, denen, die das vielleicht auch weiterentwickeln können, falls das Open Source ist oder wie auch immer. Mhm. Da wäre sozusagen ein bisschen meine Frage, wo siehst du derzeit die Möglichkeiten zu einer partizipativen Technikentwicklung oder gibt es das schon, findet das statt? Ja, also das ist sicher ein sehr guter Punkt. Also ich selber muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch sicher ein bisschen diesen Bias, du hast gesagt in der Einleitung, ja, Mensch-Maschine-Interaktion, das interessiert mich. Ich finde, das passiert viel zu wenig in der Computerlinguistik allgemein und in der maschinellen Übersetzung insbesondere. Es ist auch nicht so einfach, also du hast zum Beispiel gesagt, es könnte ja zum Beispiel ein System anzeigen, hey, hier bin ich mir zum Beispiel jetzt unsicher oder sowas, oder hier habe ich vielleicht eine Negation weggelassen oder sowas, Gefahr. Das Problem ist halt immer, wenn wir quasi mit den besten Methoden, die wir jetzt haben im maschinellen Lernen, so ein System machen, ist es eigentlich immer nur wieder ein probabilistisches System, das halt sagt, hey, vielleicht ist es irgendwann sehr gut, mit der Wahrscheinlichkeit von 99,2% hast du hier eine Negation vergessen. Ist aber nicht so schlecht, aber letztlich wird halt eine Maschine kein Zertifikat für Korrektheit geben können, oder? Weder heute noch, und ich würde mich auf die Äste rauslassen, auch nicht in 30 Jahren. Das ist ja genau der Punkt, warum es Menschen noch braucht, oder? Und ich bin da aber völlig bei dir. Ich finde, eigentlich könnte man solche Mechanismen durchaus implementieren. Und ganz ehrlich, ich glaube, da braucht es auch mehr
Rückmeldung, vielleicht ein bisschen mehr Wut von Anwenderinnen und Anwendern auch zum Teil. Ja, nein, wirklich, weil es wird halt schon auch viel hingenommen, oder? SDL hat das halt so implementiert. Ja, okay, jetzt ist es halt irgendwie so. Ja, okay, es gibt andere Firmen, habe ich jetzt nicht gesagt. Das können wir dann rausschneiden. ja, nein, wirklich, aber ich glaube so, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, auch Post-Editing, oder? Also dieser, ich sage das immer, dieser serielle Prozess. Ja, Maschine macht einmal etwas, hier hast du meinen One Best Shot so auf alle Sätze, die ich einzeln mal ohne Kontext übersetzt habe und jetzt räum das bitte mal auf. Das ist ja eigentlich absurd. Natürlich möchte ich, wenn ich dann im ersten Satz etwas verändere, diesen Term möchte ich in diesem Dokument vielleicht so übersetzen, das könnte man wieder rückführen und so weiter, dann irgendwie, das könnte man unten machen. Ganz ehrlich, ich glaube, da sind zum Teil auch einfach die wirtschaftlichen Interessen im Moment noch nicht genug groß, der Druck von Benutzerseite ist nicht genug groß, dass da wirklich Geld investiert wird, dass da wirklich viel Forschung gemacht wird. Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Input und das sollten wir mehr machen. Ja. Könnten wir viel mehr machen auch. Bist du direkt, oder? Bin ich völlig bei dir. Und wie kann das bewerkstelligt werden? Eigentlich nur indem man Übersetzer und Übersetzerinnen noch stärker in diesen Prozess einbindet und indem man vielleicht von dieser instinktiven Abwehrreaktion etwas abweicht. Das heißt nicht, dass man nicht kritisch sein sollte, also kritisch bleiben, aber bereit sein, sich wahrscheinlich dem anzunähern und versuchen, diese Technologie und die Strukturen dahinter zu verstehen und vielleicht auch ein bisschen Herr oder Frau dieser Technologie auch für sich selbst zu werden. Und idealerweise gibt es vielleicht irgendwann in einem Studienplan im dritten Jahr des Bachelorstudiums Einführung in das Coding, sodass man selbst dann seine eigene Machine Translation Engine dann programmieren kann und dann können Übersetzer und Übersetzerinnen eben zeigen, wie man das anpasst, wie man gewisse Dinge anpassen könnte oder wie ein MÜ-System gestaltet sein müsste, sodass sie auch etwas davon haben, also maßgeschneidert für die professionellen Übersetzer und Übersetzerinnen. Ja, unbedingt, also ich glaube stark daran, ich würde das eigentlich schon heute gern sehen. Es ist ja eigentlich auch heute schon nicht so wahnsinnig schwierig, ein maschinelles Übersetzungssystem anzupassen mit den richtigen und so weiter. Ich glaube, da werden wir schon noch näher zusammenkommen oder so. Das mit dieser Partizipation, unglaublich wichtig und ich habe es vorher selbstkritisch in der Eröffnung schon gesagt, ich glaube, das ist von unserer Seite her, wir haben zu lange wirklich Overselling betrieben, wir haben falsche Erwartungen geweckt, das wurde enttäuscht, ist irgendwie logisch, dass dann irgendwie Skepsis zurückkommt aus der Benutzerbasis, das ist völlig klar. Andererseits ist aber halt schon so, du hast jetzt selber schon angesprochen, also diese Abwehrreaktion, das sehe ich natürlich auch irgendwie stark, also wenn man zu den Leuten hingeht und die sagen dann einfach, ja, irgendwie, geh weg mit dem und so, da bin ich sowieso langsamer und das hilft mir nichts und das mache ich besser gerade irgendwie von Grund auf selber. Die Haltung ist halt einfach auch schwierig, oder? Ich glaube, was hier, das habe ich im März auch schon mal gesagt, wenn man, meine Idealvorstellung ist so diese emotionslose Benutzerin eines Übersetzungssystems. Es ist einfach so, nein, wirklich so, ich nehme das irgendwie hin, ich schaue das an, okay, das ist in dem Fall völliger Blödsinn. Und dann im anderen Fall, aha, okay, ja, das ist eigentlich hier gar nicht so schlecht. Und vielleicht, dass man auch so ein bisschen von diesem anekdotischen wegkommt, so im Sinne, ja, DeepL, ich habe das auch mal verwendet und das hat mir die Negation weggelassen, oh, Katastrophe, das kann ja so überhaupt nicht funktionieren und so. Ich hätte irgendwie viel lieber an so Anwenderkonferenzen zum Beispiel, hey, ich habe das 3 Tage lang gemacht und tatsächlich ist irgendwie im schlechten Fall 50 Mal ist eine Negation weggelassen worden. Sage ich, ja, Hilfe, stell das System ab, oder? Und dann sagst du, ja gut, nein, ich habe es 3 Tage verwendet, ich war 40% schneller, in einem Fall ist ein bisschen etwas anderes, oder? Also ich glaube, man muss da einfach auch irgendwie schauen, welche Art von Rückmeldung, wie man halt da miteinander spricht, irgendwie, dass das dann funktioniert, oder? Weil ich glaube, wir haben uns irgendwie lange ausgelacht und ein bisschen lustig gemacht übereinander, aber das ist halt tendenziell einfach schwierig, oder? Also dann, ja, dann kann die andere Seite nichts draus nehmen. Wir sprechen irgendwie sehr viel, derzeit implizit zumindest, von Übersetzer und Übersetzerinnen, die das als Beruf machen, kommt mir vor. Ja? Die sozusagen, also vor allem wenn du auch auf diesen Punkt der Produktivität kommst. Ja? Und ich glaube, das ist aber vielleicht auch, gerade wenn es um Qualität geht, aber auch wenn es überhaupt um sozusagen Translationsprozesse und die translatorische Praxis geht, dann gibt es ja ganz andere
Personen auch, die auf maschinelle Übersetzung zurückgreifen, um zu übersetzen. Vielleicht kannst du zu dem Punkt noch was sagen. Ja, Personen, die maschinelle Übersetzung verwenden aus einem unmittelbaren Bedarf heraus. Eine Person, die schnell mal was bei Google Translate oder DeepL eingibt, die einfach schnell wissen will, was in einem Text drin steht, oder selbst ein Kommunikationsbedürfnis hat und was in eine Sprache übersetzt, die man selbst nicht beherrscht, was auch immer. Und das ist halt eigentlich in Wirklichkeit eine viel größere Gruppe von Menschen, die maschinelle Übersetzung verwendet. Ja? Also da können wir nur spekulieren, wie viele das sind. Google Translate hat vor ein paar Jahren, schon 2016 oder so, Zahlen veröffentlicht und da sprechen sie von, ich weiß nicht, 500 Millionen Nutzern, Nutzerinnen am Tag. Das sind ja gigantische Zahlen eigentlich. Und Google Translate behauptet auch, dass sie mehr übersetzen als alle professionellen Übersetzer und Übersetzerinnen auf der ganzen Welt. Ja, und das sind, ja, wir können es nicht überprüfen, ob die genauen Zahlen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr groß. Ja, und das wird so ein bisschen vernachlässigt noch, was mit diesen Leuten ist, mit welchem Hintergrund die Online-Übersetzung verwenden, was sie dann damit machen, ob sie zufrieden sind oder nicht. Und das sollten wir uns wahrscheinlich aus translationswissenschaftlicher Sicht noch einmal anschauen und uns diesen Menschen widmen, warum man auf diese Tools zurückgreift und wie zufrieden die Leute wirklich damit sind, weil das in Wirklichkeit über 90% aller Anwendungsfälle von maschineller Übersetzung ist, also ein gigantisches Phänomen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich schon sehr viel auch über Gemeinsamkeiten gesprochen, die wir hier zwischen der Entwicklung von maschinellen Übersetzungssystemen einerseits und andererseits unterschiedlichen Perspektiven auf Translation aus translationswissenschaftlicher Sicht haben und dass es hier eindeutig irgendwie ein Bedürfnis von beiden Seiten wohl gibt, um viel stärker in Kommunikation miteinander zu treten. Wir haben am Anfang auch über den Qualitätsbegriff gesprochen und darüber, ob man den vielleicht ganz weglassen soll, in neuen Dimensionen hinzufügen sollte. Und ich glaube, du hast ja recht viel auch darüber gearbeitet, über die Translationskonzepte, die sich hinter dem Verständnis von Qualität und vor allem auch dieser automatisierten Messung von Qualität in der Computerlinguistik zeigen oder verstecken. Und bevor wir das Gespräch öffnen, wäre es vielleicht schön, wenn du über diesen Aspekt noch einmal uns genauer berichtest und du vielleicht dann auch noch einmal darauf reagierst. Ja, sehr gerne. Und zwar finde ich es sehr spannend, sich damit zu beschäftigen, was eigentlich Menschen glauben, was Übersetzen ist, die eben Systeme für maschinelles Übersetzen entwickeln. Meine Annahme war, dass irgendein Übersetzungsverständnis zuerst einmal da sein muss, wo man dann das System ableitet. Also ich glaube, Übersetzen funktioniert so und dann baue ich ein System, ja, das dann irgendwie diesem Konzept entspricht oder nicht. Und das hat sich dann nicht ganz bewahrheitet. Es ist vielmehr so, dass das Übersetzungsverständnis von MÜ-Entwicklern eigentlich davon beeinflusst wird, von der Technologie selbst beeinflusst wird. Also es gibt Machine Learning, ja, es gibt künstliche Intelligenz und es gibt diese Trainingsverfahren. Und jetzt kann man das zufälligerweise auch für Übersetzen nutzen. Ja. Ein weiterer Fall für Machine Learning. Ja. Also ein Task von ganz vielen. Und in dem Fall ist eben Übersetzen, dass man gigantische Datenmengen durchlaufen lässt durch Maschinen, Computer und sich dahinter dann irgendwas verbirgt, also in diesen tiefen Netzen, ja,
wo man gar nicht genau so weiß, was eigentlich passiert, aber das Ding spuckt irgendwie was aus, wo man dann sagen würde, ja, das ist jetzt eine Übersetzung, wo wir dann davon ausgehen, das Ding hat das jetzt übersetzt. Und für diese Entwickler, also das Übersetzungsverständnis speist sich sehr stark dann eben aus dem, was eben technisch möglich ist. Also wir machen nicht das, wir machen nicht das, was wir glauben, was übersetzen ist, und dann bauen wir darüber ein System, sondern wir nehmen das her, was es schon gibt und wovon wir davon ausgehen, wo wir davon ausgehen, dass es gut funktioniert, und das Ding übersetzt dann halt zufälligerweise. Ja? Also es kann auch Bilder erkennen und es kann vorhersagen, wie sich eine Person vielleicht verhalten wird, und zufälligerweise übersetzt es eben auch. Ja? Also so eine gewisse... Ein weiteres beliebiges Anwendungsfeld. Darf ich da jetzt mal, darf ich jetzt, also für mich jetzt ja von außen, oder? Darf ich das mal jetzt quasi das gleiche Statement über die Übersetzungswissenschaft so von außen machen? Das würde für mich etwa so tönen. So. Gibt es hier also diese Translationswissenschaft, jetzt fängt da jemand an, Translationswissenschaft zu studieren, und dann müsste man ja denken, dass die zuerst mal irgendwie eine Ahnung haben, wie Übersetzung funktioniert oder so, und dann würden die dann beginnen, da zu forschen, und irgendwann kämen sie dann zu etwas oder so. Ja, nein, natürlich nicht. Man verwendet natürlich, was schon da ist in der Forschung, in der Computerlinguistik oder so, weil sonst kann man ja einem Menschenleben einfach nichts irgendwie, kommt man nirgends hin. Das Zweite ist, so quasi, es gibt diese maschinellen Lernverfahren, und dann haben wir herausgefunden, mit denen kann man jetzt irgendwie auch noch übersetzen. Jetzt könnte ich das ja wieder übersetzen, und sagen, ja gut, es gibt also zum Beispiel irgendwo Papier, und nur weil ich jetzt da eine Theorie über Translation draufschreiben kann oder auch eine andere Theorie über ein anderes Feld, heißt ja nicht, dass Papier irgendwie dann nicht das richtige Medium ist dafür, oder dass ein Prozess oder eine Theorie, wie ihr sie definiert oder so, dass man das dann... Ist ja logisch, dass man Grundbausteine braucht, oder? Und maschinelle Lernverfahren, das sind halt nun mal Grundbausteine. Das ist halt wirklich das Papier für Computer sozusagen heute. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber verstehst du ein bisschen, was ich meine? Das war jetzt nicht, das soll nicht wirklich als Angriff gemeint sein, aber es ist von außen, kommt einem das ein bisschen so vor, so quasi, ja, wenn nicht maschinelle Lernverfahren, wie sollen wir denn dann maschinelle Übersetzungssysteme bauen? Weil mit Regeln haben wir es zum Beispiel ja versucht, oder? Und dann geht es 2 Jahre, du hast ein Sprachpaar abgedeckt, und zwar sehr schlecht, oder? Ist zwar unglaublich präzise, das, was man dann programmiert hat, mit viel linguistischem Fachwissen, wird sehr gut übersetzt, aber völlig nicht robust, oder? Das hat man 2 Jahrzehnte lang gemacht und hat sich alles nicht gewinnbringend dann herausgestellt. Darum, ich verstehe den Vorwurf irgendwie schon, und gleichzeitig ist es, glaube ich, fast nicht möglich, das irgendwie anders zu machen. Ja, na, war wahrscheinlich in Wirklichkeit eh kein Vorwurf, nur eine Beobachtung. Und ich wollte damit nur sagen, dass wir wahrscheinlich Verfahren für maschinelles Übersetzen, vor allem jetzt neuronales maschinelles Übersetzen, das halt begreifen sollten, was es eben ist. Und diese Verfahren vielleicht nicht ganz so intelligent sind, wie manche Menschen das vielleicht finden. Also ist das schon künstliche Intelligenz? Ist das ein intelligentes Verfahren? Oder spuckt es eben etwas aus, weil es eben die statistische, weil es eben wahrscheinlich ist, dass man etwas so übersetzt und dass das dann passt? Ich finde, wir und auch Menschen, die das verwenden, sollten das vielleicht nur im Hinterkopf behalten. Und Menschen, die oder Personen, die maschinelle Übersetzungssysteme entwickeln, und da gehörst jetzt nicht unbedingt du dazu, weil du bist ja natürlich jetzt sehr reflektiert und weißt, aber es gibt viele, die in der Industrie, in der Branche sind und einen technischen Hintergrund haben und jetzt nicht hier anwesend sind und nicht profitieren können von diesen Einblicken und eher noch stur in ihrer Welt bleiben und halt für die ist das Übersetzen halt ein zufälliger weiterer Anwendungsfall, und im nächsten Monat mache ich damit halt irgendwie Bilderkennung oder so. Also nur so als Bewusstseinsbildung zu verstehen.
Jetzt hast du mindestens zwei Dinge gesagt, die ich zu 100% unterschreiben würde. Und ich finde das auch wirklich wichtig. Ich mag diesen Begriff künstlicher Intelligenz auch nicht. Und diese ganze Terminologie, die kommt, ein System oder das trainieren wir, wie wenn wir so einen Hund trainieren würden, der dann irgendwas macht und es ist alles funktioniert wie das Gehirn. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, oder? Das sind einfach Fließkommazahlen und zwar ganz viele und die werden einfach mit einer Formel optimiert. So, Punkt. Und die Daten, die reinkommen, sind dann tatsächlich Bilder oder Text und so weiter. Also ich glaube, da haben wir eine Verantwortung, ja, das irgendwie auch zum Ausdruck zu bringen, so, hey, also das ist schon, und ich glaube vielleicht, warum das ein bisschen passiert, sind zwei Dinge. Zum einen, glaube ich, sehe ich das viel stärker so im Marketing als von wirklich Forschern, die das verwenden oder diese, wie das auch angepriesen wird, diese Terminologie oder so, die kommt oft, dieser Parity-Titel von Microsoft, der kommt nicht von den Leuten, mit denen habe ich auch gesprochen, die finden so, ja, hey, die Ergebnisse waren gut, die haben auch wirklich ein gutes System gebaut, aber dann hat halt Marketing gefunden, ja, da müssen wir jetzt eine Schlagzeile draus machen. Und ich glaube, wenn das Forschende machen, hat das ein Stück weit vielleicht auch damit zu tun, und das will ich ja nicht irgendwie weinen auf der Bühne, aber es ist ja schon so, wir sitzen irgendwie wochenlang vor diesen Computern, machen irgendwelche Verfahren, über die man eigentlich nicht sprechen kann. Oder man kann irgendwie nach Hause kommen, ja, hey, heute habe ich irgendwie XY optimiert oder ich weiß doch auch nicht. Man kann da nicht darüber sprechen, hat jetzt irgendwie einen Fortschritt gemacht, jetzt sind die Systeme besser, dann will man dem, glaube ich, auch irgendwie einen Namen geben oder man will irgendwie sagen, hey, okay, man wird vielleicht sogar gefragt von Leuten aus der Presse oder so, kannst du das nicht mal runterbrechen für mich? Was hast denn du jetzt genau gemacht? Warum funktioniert das so viel besser, oder? Und dann ist einerseits so der Anspruch, ja, erklär uns doch mal, wie das geht. Und andererseits manchmal dann vielleicht der Vorwurf, schon auch zu Recht, ja, aber das ist ja gar nicht so. Es ist ja kein Gehirn, wie das jetzt irgendwie läuft, oder? Und ich glaube, nur daher kommt das so ein bisschen, oder? Aber ich bin da wirklich sehr stark bei dir. Ich glaube, das ist auch, das schafft so ganz viel von dieser negativen Energie auch. Oder wenn man halt sagt, so, oh, das ist jetzt halt so ein System, das ist künstlich intelligent und das funktioniert wie ein Gehirn und du hast ja auch ein Gehirn, ergo ersetzt dich das morgen. Das ist natürlich, wird mega viel impliziert und das ist halt nicht der Fall. Also da bin ich völlig bei dir. Gut. Ja, vielen Dank vorerst einmal. Vielleicht können wir einen kurzen Zwischenapplaus für unsere zwei Diskutanten geben. Und ich würde jetzt gerne die Diskussion öffnen, wie gesagt, entweder Fragen an die beiden oder auch Kommentare zu dieser Diskussion zulassen. Claudia hat ein Mikrofon. Bitte das Mikrofon benutzen, damit das drauf ist. Danke. Ja, also wenn ihr jetzt da vom Qualitätsbegriff redet, insbesondere von der menschlichen Translation, die gibt's ja gar nicht. Da kann man das wirklich über Bord werfen. Weil es ist ja so, dass es viele verschiedene Menschen gibt, viele verschiedene Übersetzer. Da hat jeder in seinem eigenen Fachbereich eine andere Qualität. Wenn ich jetzt zum Beispiel was aus meinem Fach übersetze, dann ist das eine andere Qualität, als wenn ich jetzt was übersetze, von dem ich an und für sich kein Hintergrundwissen habe, ne? Oder zum Beispiel auch, wenn wir jetzt diese ganzen Sachen mit diesen Maschinenintelligenz und sowas, hat meiner Meinung nach oder meiner Erinnerung nach mit Schachsystemen begonnen, ne? Und dann haben sie halt diesen Deep Blue oder was auch immer da entwickelt. Und den haben sie dann aber gegen den Kasparov gemessen. Ne? Da ist niemand zu mir hergekommen und hat gefragt, willst du jetzt Schach gegen den Computer spielen? Weil dann hätte er schon sehr viel schneller, viel besser abgeschnitten, ne? Weil ich überhaupt nicht Schach spielen kann. Und ich finde ganz einfach, dass es einen einheitlichen Standard da gar nicht gibt. Und also ich finde schon auch, das kann man teilweise wirklich über Bord werfen, die Qualität. Weil die Qualität gibt es nicht als einheitliche. Ja, ich glaube einfach, ja, einheitlich gibt es so nicht. Etwas, was wir oft machen, ist, wir sagen halt, wir wissen, Leute haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Wenn wir Übersetzungen bewerten lassen, brauchen wir also möglichst viele Leute, damit der Unterschnitt vielleicht irgendwo verlässlich wird, gemessen über sehr viele Meinungen oder so. Ich glaube, das andere können wir vielleicht nachher beim Apéro auch mal noch diskutieren, so zu den technischen Hintergründen oder so. Aber das ist so, das mit wirklich, ja, liegt in den Augen des Betrachters, aber man kann aber viele Betrachter nehmen und dann vielleicht etwas ableiten daraus. So.
Ich hätte eine Frage, ob man so ein maschinelles Übersetzungssystem auch für expressive Texte entwickeln kann. Wir haben ja in der Translationswissenschaft so eine Einteilung: informative, expressive, appellbetonte Texte. Und bei den informativen Texten, das ist das, was wahrscheinlich am ehesten gebraucht wird, bei den Gebrauchstexten geht es ja darum, 100% der Information zu übertragen. Bei expressiven Texten geht es darum, dass die Wirkung erhalten bleibt. Nun hat man lange Zeit hindurch den Maschinen die Kreativität abgesprochen. Und ich habe unlängst jetzt ein paar Zeilen gelesen, es dauert nicht lang. Auf der Flucht gezimmert in einer Schauernacht, Schleier auf dem Male, säumliche Nahrung dieses Lebens. Die Stille der Bettler umfängt mich in einer schmausenden Welt. Der junge Vogel ist ein Geschoss, vom Sturmwild getragen, im Leben betrogen. Dieser Text ist eingeschickt worden bei einem Wettbewerb und hat dann tatsächlich einen Preis gemacht. Und man hat dann allerdings verraten, dass der von einer Wiener Agentur, Tunnel 23, stammt. Und die haben die Software gefüttert mit Texten von Goethe und Schiller. Und das ist dann dabei herausgekommen. Und jetzt ist halt die Frage, ist natürlich Polysem, ob man auch im Bereich literarisches Übersetzen irgendwas mit Formeln, Konfigurieren und Fließkommazahlen jonglieren kann, dass etwas Brauchbares herauskommt, was vielleicht auch die literarischen Übersetzer komplementär nutzen können. Ist vielleicht eine sehr abstrakte Frage. Willst du zuerst, oder? Ja, das ist jetzt ein sehr interessantes Beispiel und wahrscheinlich überraschend für viele, dass so ein Text tatsächlich einen Preis dann gewonnen hat. Er ist aufgenommen worden in die Frankfurter Bibliothek von der Brentano-Gesellschaft und die sind davon ausgegangen, dass das ein Mensch gedichtet hat. Und das war ja der berühmte Turing-Test. Ne? Hm. Und Maschinen sind mittlerweile so weit, sie malen Bilder so à la Rembrandt und so weiter und keine Ahnung. Ja. Ja, literarische Texte zu übersetzen, das ist ja für viele so ein bisschen dann die Königsdisziplin eigentlich und der Bereich, wo man dann sagt, naja, da wird wohl maschinelles Übersetzen am allerwenigsten gut funktionieren. Das ist jetzt leider, diese Tatsache hilft jetzt nicht unbedingt diesem Argument, muss ich ehrlicherweise sagen, aber es gibt, also ich weiß von einem Kollegen, der versucht hat, maschinelles Übersetzen auch in das Reich des literarischen Übersetzens zu bringen und zu schauen, was passiert, wenn dort literarische Übersetzer und Übersetzerinnen unterstützt durch maschinelles Übersetzen arbeiten, also nicht natürlich jetzt nicht, dass komplette literarische Texte nur von maschineller Übersetzung übersetzt werden und dann so veröffentlicht werden, sondern eben als maschinelles Übersetzen als zusätzliches Tool für literarische Übersetzer und Übersetzerinnen. Und so wie ich das in Erinnerung habe, nimmt dann da schon langsam dieser Support ab, den man da von der maschinellen Übersetzung bekommt. Also ist zumindest nicht mehr so ausgeprägt wie bei wirklichen funktionalen Texten, Bedienungsanleitungen, was auch immer. Also es ist für mich ein Hinweis, dass sich da die Maschine sehr wohl schwerer tut und dass man das auch sehr wohl belegen kann. Ich glaube ja. Das ist so, wenn man einfach maschinelle Übersetzung als Google Translate oder DeepL, so wie wir es heute haben, halt verwendet. Die Tools sind nicht dafür gemacht, oder? Ich würde dem aber widersprechen, dass man nicht maschinelle Übersetzung oder diese Komponenten quasi so einsetzen könnte. Ich habe das jetzt heute beim Mittagessen schon mal kurz erwähnt, einfach nochmal. Vielleicht zeige ich das hier morgen mal, das wäre schon nochmal. Vielleicht interessiert Sie das ja. Nein, es gibt ja ganz spezifische Probleme. Ich glaube, maschinelle Übersetzung als Inspirationsquelle zum Beispiel kann man durchaus nutzen, wenn man Systeme halt ganz spezifisch für gewisse Anwendungszwecke dann macht. Ich habe ein kleines System mal gebaut, das zum Beispiel ohne das Wort E übersetzt in der Zielsprache. Das ist so la disparition. Das ist für den Übersetzer wahrscheinlich eine unglaubliche Qual. Das gibt es auch ein Nachwort dazu, von dem, der das halt übersetzt hat. Und so. Computer kann natürlich auf Knopfdruck ohne E übersetzen. Das ist überhaupt nicht schwierig in der Implementation. Wie sinnvoll das dann ist, ist die nächste Frage. Aber es könnte ja Leute inspirieren, die sich selber zum Beispiel irgendein Sprachkorsett auferlegen oder sowas. Wenn ich sage, ja, ich will zum Beispiel einen unglaublich krassen irgendwie Nominalstil haben irgendwie in der Zielsprache. Natürlich kann ich meine Trainingsdaten so machen, dass das Übersetzungssystem das irgendwo berücksichtigen wird. Oder ist halt einfach die Frage, geht es dann um Produktivität? Ich glaube, das ist irgendwie wie nicht das Ziel. Ich finde, wenn es um Inspiration geht an dem Punkt in der Übersetzung, dann ist das schon spannend, was man damit machen könnte. Wenn das auch ein bisschen auf die Frage überhaupt noch eine Antwort war oder jetzt einfach ein Mäandern, durch was man mit Übersetzungssystemen machen kann. Aber
Ja, ich wollte auf dein Argument zurückkommen, dass es vielleicht wichtig wäre, auch jene Menschen mit einzubeziehen in die Evaluierung von solchen Texten, die jetzt vielleicht nicht professionell mit Texten arbeiten, weil du ja auch gemeint hast, dass ganz, ganz viele Personen maschinelle Übersetzung nutzen, die, ja, wie gesagt, nicht professionell mit Texten arbeiten. Und es ist ja auch so, dass heutzutage ganz, ganz viel produziert wird, dass die Menschen irgendwie selber Textproduzenten und Konsumenten sind gleichzeitig und man dadurch auch viel eher vielleicht mit laienhaften Texten oder auch fehlerhaften Texten konfrontiert ist, ohne da jetzt irgendeinen Vorwurf zu machen. Und je stärker man, und ich denke, dass vielleicht maschinelle Übersetzung aufgrund der Menge an Texten, die produziert werden, schon notwendig ist, aber vielleicht auch befördert, dass man ja solchen weniger professionellen Texten oder laienhafteren Texten stärker ausgesetzt ist. Und da wäre es interessant, wenn es da vielleicht, ich weiß nicht, ob es schon eine Studie oder Ergebnisse dazu gibt, wo dann eben vielleicht jetzt nicht Experten und Expertinnen befragt wurden zur Qualität von diesen Texten, also wie zufrieden Laien und Laien mit solchen Texten sind, falls das verständlich war. Ja, für mich schwingt das ein bisschen die Frage mit, sind wir bereit, auf Qualität auch zu verzichten, wenn wir dafür etwas schnell und billig bekommen können? Also dieser Wunsch danach, dass man sofort ein Bedürfnis befriedigt, auch in Zeiten der Digitalisierung immer stärker ausgeprägt. Ja? Also ich will jetzt eine Übersetzung und sie muss am besten gratis sein. Und sind wir dann bereit, quasi auf Qualität zu verzichten? Und wahrscheinlich viele Leute würden sagen, ja. Also solange das Ding was ausspuckt und ich zumindest das Gefühl habe, ich verstehe, was in dem Text drinnen ist, dann ist das völlig okay. Ja? Also es liegt in der Verantwortung von jeder einzelnen Person. Ich erinnere mich noch an ein Interview, das ich durchgeführt habe im Rahmen meiner Studie, wo ein Entwickler gemeint hat, ja, vielleicht gewöhnen wir uns auch irgendwann daran, an diese maschinelle Übersetzung und an die Tatsache, dass die halt vielleicht ein bisschen vielleicht von der Sprachoberfläche her nicht perfekt ist und vielleicht auch ein paar vielleicht auch inhaltliche Defizite hat. Vielleicht gewöhnen wir uns daran und dann ist es ja so, wie wir uns an andere, so wie wir halt andere Dinge im Kauf nehmen, so wie wir in Kauf nehmen, dass ein Flugzeug CO2 ausstößt, aber solange ich irgendwo hinkommen kann, nehme ich dieses Defizit jetzt in Kauf. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht ein bisschen so ein Schneeball in Gang setzt, den wir am Ende dann vielleicht nicht haben wollen. Und da sollten wir dann doch kritisch bleiben und einen Schritt zurück machen und uns überlegen, was wir da eigentlich bekommen, wenn wir zugunsten von Preis und Schnelligkeit etwas in Anspruch nehmen, in dem Fall jetzt maschinelle Übersetzung. Danke. Ich spüre schon hier eine gewisse Ungeduld hier im Raum. Durst, Hunger vielleicht. Nur kurz, also vielen Dank für die interessante Diskussion, hat mich sehr gefreut. Und es war spannend zu sehen, dass ein Wort bzw. ein Begriff im Raum gar nicht gefallen ist, nämlich die Kommunikation. Und der Michael hat das irgendwie angedeutet durch den Verweis auf die Begriffe wie Situation oder Zweck oder sogar Logik und Kontext und solche Funktionen. Und insofern ist irgendwie der Begriff präsent im Raum. Aber ich wollte jetzt den anderen Diskussionsteilnehmer fragen, was für eine Rolle spielt der Begriff Kommunikation bei der Planung solcher computerlinguistischen Modellen und Entwicklung von maschinellen Übersetzungsanwendungen. Ist das da irgendwie im Hintergrund, dieser Begriff Kommunikation? Oder ist es nur etwas, was man, wie Michael das irgendwie provokativ erwähnt hat, dass man sich bastelt mit den mathematischen Programmen und Klausuren und
schaut, was da rauskommt. Nein. Ja, nein, es ist tatsächlich. Es ist ein bisschen vereinfacht natürlich. Ich glaube, die kurze Antwort ist tatsächlich nein. Das hat Michael schon richtig gesagt. Es ist nicht, das wird im Moment nicht explizit irgendwie modelliert. Man kann das machen. Wir können zum Beispiel Systeme bauen, wenn man Dialoge übersetzen will, wo man das mitmodellieren kann. Aha, da gab es schon mal eine Aussage vorher und so weiter. Theoretisch schon, aber wahrscheinlich müssten wir bei dieser Frage, um sie detailliert zu beantworten, nur schon uns darüber unterhalten, was meinen wir genau mit Kommunikation, dass ich jetzt auch nicht an Ihnen dann vorbeirede oder so. Aber es ist wirklich sicher unterbelichtet so in der Forschung bei uns. Das Einzige, was ich meine, ist eigentlich, dass man die Sprache für mich ein Medium für Kommunikation ist. Und in der Computerlinguistik arbeitet man auch mit der Sprache. Und was ein Verständnis von der Sprache und Funktion der Sprache dahinter steckt. Ich kenne mich da gar nicht aus und deshalb stelle ich die Frage. Ich glaube halt eben, implizit ist es durch das auch drin, weil, aber explizit, dass sich die Leute da Gedanken machen und dann so Systeme planen, nein, ich glaube, dieses Bewusstsein ist nicht da. Gilt das schon als Abschlussstatement oder möchtest du noch, vielleicht gleich kommen wir jetzt dann schon langsam zum Ende dieses offiziellen Teiles hier. Ich erwähne es gleich jetzt, falls es nachher lauter wird. Wir haben im ersten Stock ein kleines Buffet vorbereitet, das von der Europäischen Kommission gesponsert wurde, wo alle natürlich eingeladen sind, mit rauf zu kommen. Aber vorher werden wir vielleicht noch von beiden ein kurzes Statement zum Schluss hören. Du darfst anfangen, dann hat der Michael nachher das letzte Wort von euch beiden. Das ist sehr gut. Nein, ich möchte das nicht bei diesem Nein belassen, das Schlussstatement, aber viel mehr möchte ich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr sagen. Ich möchte vielleicht vielmehr nochmal betonen, dass ich auch so eine Gelegenheit wie jetzt die hier, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen provokativ war auf der Bühne, sehr, sehr schätze. Ich glaube nämlich, Streikgespräche und so beiseite, das ist sehr, sehr wichtig, mich hat jetzt vorher auch schon angesprochen, dass man eben zusammen über diese Probleme nachdenkt, dass man diese Grenzen zwischen irgendwie, Techies und irgendwie Leute, die dann Dinge anwenden oder so, dass man das ein bisschen, diese Grenzen ein bisschen verwischt, so, dass man da miteinander spricht und vielleicht auch in dem Sinne nachher beim Apéro oder so, vielleicht ergeben sich ja noch ein, zwei Diskussionen, wo es dann nicht einfach ein Nein gibt oder so von meiner Seite. Das würde mich sehr freuen und ich glaube, das passiert auch immer mehr und ich finde das eine sehr schöne Entwicklung. Ja, ich darf mein Abschlussstatement mit einer Erkenntnis aus meiner Interviewstudie vielleicht verbinden, die vielleicht noch da interessant ist an der Stelle, um abzuschließen. Und zwar möchte ich auch noch einmal sagen, natürlich, also ich glaube auch, maschinelle Übersetzung hat seine Berechtigung, aber wir sollten die Technologie sehen als das, was sie ist, ja, mit allen Möglichkeiten und Grenzen. Und was das für mich sehr schön zeigt, auch ist eine Aussage von Entwicklern für maschinelles Übersetzen, die ich befragt habe, und die haben gemeint auf die Frage hin, was ist Übersetzen? Und ganz allgemein, unabhängig davon, ob es maschinell oder menschlich funktioniert und alle, und da sind Dinge gekommen, also da ist ja wohl die Rede gewesen von Kommunikation und Brücken bauen und in der Lage sein, einen Inhalt oder ein Anliegen in eine andere Kultur zu übermitteln und auf die Frage hin, was maschinelles Übersetzen ist, das sind ganz andere Dinge, es sind andere Dinge gekommen, ja? Also da war nicht mehr die Rede von diesen außersprachlichen Aspekten. Und ich glaube, da muss und soll die maschinelle, die menschliche Übersetzung, die Humanübersetzung dann einspringen. Und zwar selbstbewusst und prominent, ja? sodass am Ende das Bild der Übersetzung, der menschlichen Übersetzung nicht nur das Post-Editing ist, sondern dass die Maschine hoffentlich dann den Menschen unterstützt und nicht andersherum. Und da glaube ich, daran müssen auch wir arbeiten, als Translationswissenschaft, auch als Berufsverbände und so weiter. Und zu einem bewussten, reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technologie zu kommen. Ja. Ja.
Vielen, vielen Dank. Ich möchte nur ganz am Schluss vielleicht kurz versuchen, ein paar der Punkte herauszugreifen, die wir heute diskutiert haben, um diese Verbindung von Mensch und Maschine und Qualitätskonzepten zu fassen. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist diejenige, dass du uns zugestimmt hast, dass man das Qualitätskonzept verwerfen sollte, dass man den Begriff der Qualität als solchen, wie er in der Computerlinguistik derzeit verwendet wird, über Bord werfen muss, weil er eben nicht Qualität oder translatorische Qualität misst. Das ist jetzt vielleicht ein wenig überspitzt, aber ich glaube, das ist doch das, was sehr, sehr stark rausgekommen ist, nämlich, dass wir viel mehr miteinander reden müssen, um zu wissen, wovon wir eigentlich sprechen. Da haben wir einerseits die Aufforderung gehabt, dass Übersetzer, Übersetzerinnen, Translationswissenschaftlerinnen auch ein wenig in die Welt des Codierens eintauchen sollen, selbst zumindest in Grundzügen verstehen sollten, wie man ein MI-System adaptieren kann, um überhaupt einmal zu verstehen, was denn da für Optionen da sind von der technischen Seite her. Wobei sie zugleich auch wütend sein sollen und sich viel stärker darüber äußern sollen, was die Systeme derzeit nicht für sie leisten können. Und die MÜ-Seite, die Seite der Computerlinguistik, sich auch vielleicht etwas stärker damit auseinandersetzen sollte, was denn jetzt eigentlich Translation alles sein kann, welche Dimensionen Translation denn alles beinhaltet. Was uns dann, glaube ich, in unseren Ausführungen immer mehr dazu gebracht hat, dass wir darüber nachgedacht haben, dass Qualität eigentlich ein sehr multidimensionales Konstrukt ist und man diese verschiedenen Dimensionen weiter ausbauen muss und weiter ausdifferenzieren sollte, vor allem im Hinblick auf maschinelle Übersetzung. Wir hatten diesen Aspekt, dass man nicht nur den Output betrachten sollte, sondern viel stärker die Systeme selbst, dass man die Entwicklung der Systeme, die partizipative Arbeit an der Entwicklung dieser Systeme auch in das Verständnis von Qualität mit einbeziehen sollte. Ich glaube, einer der Grundaspekte, der in den Reden immer wieder vorgekommen ist und wo wir uns, glaube ich, noch nicht getroffen haben, ist die unterschiedliche Ausrichtung der zwei Felder. Die Computerlinguistik und die MÜ-Forschung insbesondere basiert auf einem Fortschrittsgedanken. Es geht darum, besser, schneller, effizienter, produktiver zu werden. Die Translationswissenschaft interessiert das nicht wirklich. Es geht darum zu reflektieren, es geht darum zu verstehen, es geht darum Zusammenhänge aufzudecken und dabei eben darüber nachzudenken, was in Kommunikation passiert, welche Interessen verstärkt werden, vielleicht auch, um jetzt dann wieder um abschließend zur maschinellen Übersetzung zu kommen, vielleicht auch sich zu überlegen, sozusagen, was für Translationspolitik eigentlich in gewissen maschinellen Übersetzungssystemen versteckt sind. In diesem Sinne möchte ich mich noch einmal dafür bedanken, dass so viele von Ihnen, von euch hierher gekommen sind, auch bei den Zuschauern dann am Video mich verabschieden. Für all diejenigen, die hier sind, geht es eben, wie gesagt, noch einmal rauf in den ersten Stock, wo es ein kleines Buffet gibt, und morgen haben wir dann noch den Hands-on-Workshop. Vielen herzlichen Dank.